Der zweite Platz, der liegt ihm einfach. Denn beim Andex Trail, da wurde Peter Schlickenrieder Zweiter in der Altersklasse 2 über die Strecke von 15 Kilometer. Er hat sich mittlerweile erholt, sitzt im Studio. Herzlich willkommen, Peter. Ja, als Wintersportler, Trailrunning, dann bei besten Bedingungen, über 20 Grad. Großes Comeback jetzt, neue Sportart? Ganz ehrlich, natürlich nicht. Bin ein Volkssportler wie jeder, wie Großteil derer, die da mitgemacht haben. Und es ist halt einfach eine tolle Saison-Einstiegsgeschichte. Und korrigieren muss ich die, Zweiter bin ich natürlich nicht geworden. Bin ein bisschen weiter hinten, Sechster, glaube ich, oder? In der Altersklasse 2. Ach so, okay, ja gut, aber genau. Also ich finde, ich war schon schnell, aber ganz so schnell war ich nicht. Also wann hat es denn gelegen? War der Siegeswille nicht mehr da? War der Biss nicht da? Der Zielsport, so wie damals? Ganz ehrlich, ich habe die Strecke unterschätzt. Ich bin auf den Parkplatz gefahren, habe dann diesen Klosterberg mit dem Klosterstübel gesehen. Da habe ich gedacht, das ist ja flach. Da kannst du ja mitheizen vom ersten Meter weg. Bis ich dann festgestellt habe, dass eben diese Gegend eher so tiefe Täler hat. Es schaut zwar so relativ flach und leicht hügelig aus, aber es geht immer richtig rauf und runter. Haben wunderbare Trails, zweigen ja relativ schnell von der vom breiten Forstweg ab ins Gehölz und haben da schöne Wiesen, schöne Waldtrails mit Wurzeln, mit allem, was du dir vorstellen kannst. Hätte ich mir natürlich nicht annähernd so anspruchsvoll vorgestellt und so eben hoch runter. Das macht es ja anstrengend. Und deswegen habe ich mich, glaube ich, ein bisschen übernommen, also ein bisschen überpaced am Anfang. Darfst du gleich mal noch ein bisschen mehr erzählen und wir haben ein paar schöne Aufnahmen. Du bist auch ab und zu sehen vom Andex Trail, denn es geht ja um das Thema, dass diese Läufe, diese so Trail-Running-Läufe, früher sagte man Crossläuf oder Waldläufe dazu, dass es immer eine größere Ausdehnung findet. Die Leute haben da eine große Begeisterung dran. Kannst du mal ein bisschen wiedergeben, wie es jetzt vor Ort war? Es waren ja weit über 400 Teilnehmer. Und jetzt gucken wir mal rein, denn es waren ja wirklich traumhafte Bedingungen und eine traumhafte Aussicht. Da sieht man hinten das Kloster. Ja, wirklich perfekt. Da wird doch gerade so aufgebaut. Und jetzt gleich ist er schon noch relativ frisch, da, der genau, Peter. Genau, kurz vorm Start. Logischerweise Startnummern abholen. Ist man ja, also man hat eine leichte Vorspannung, kribbelt schon ein bisschen. Je mehr Leute das dann zusammenkommen, je näher es dem Start drückt, desto nervöser werden wir. Das ist nach wie vor gleich. Also das bleibt auch, obwohl der Leistungssport abgeschlossen ist, wenn es an die Ziel- oder an die Startlinie geht, dann Lampenfieber. Absolut. Das ist ja das Schöne, dass nach wie vor kribbelt. Und dann geht es endlich los. Mittlerweile ist man natürlich gut warm gelaufen. Aber da habe ich es gleich mal richtig krachen lassen, die ersten Meter. Habe versucht, da mit den Vorderen mitzulaufen. Das geht recht los, als wenn die Sprinter unterwegs sind. Meine 15 Kilometer ist ja auch als Gesamtstrecke nicht zu unterschätzen. Aber waren gute Läufer am Start, kann man nicht anders sagen. Sie sind meistens multisportiv unterwegs. Viele nutzen das so als ihren Sommersportauftakt. Also es sind dann Triathleten, Mountainbiker, Läufer, aber waren richtig gute Leute unterwegs, kann man nicht anders sagen. Andrea, ganz bewusst, auch das Ganze in Zeitlupe, hier zeigt nämlich, dass diese Anstiege recht kernig sind. Ja, die sind kernig. Also ich habe eben die Gegend schaut sehr flach aus, aber es sind immer so tiefe Täler, wo man wieder runterläuft, kurze Anstiege, also so wie man sich das eigentlich vorstellt. Das ist eigentlich eine Traumstrecke. Hätte man so gar nicht vermutet, aber schon knackige Anstiege. Nicht zuletzt dieser letzte Klosterberg da, den man so von hinten läuft. Das sieht man ja, wenn man auf dem Parkplatz gar nicht, dass da auf der anderen Seite doch so tief so einen Höhenunterschied zu überwinden gilt. Und natürlich toll bei dem einen Zieleinlauf. Man sieht richtig viele die Uhrzeit, nicht die Gesamtlaufzeit. Also das wäre dann fast Ironman-mäßig. Das, glaube ich, war der eigentliche Grund, weshalb du dabei warst. Genau, ein Küchenbuffet, das seinesgleichen sucht. Also da ist ja noch ganz familiär. Jeder backt einen Kuchen von den Organisatoren oder hilft damit, dass es wirklich ein schönes Fest, ein schönes Treffen, so ein Frühjahrstreffen der Sportler wird. Also man sieht auch eine gewisse Erleichterung in deinem Gesicht. Also ich war schon erleichtert. Also ich habe mir sogar noch ein bisschen den Fuß verknackst, weil es eine echt anspruchsvolle Strecke war. Aber war super schön, wunderschön. War es für dich so ein bisschen auch der Auftakt in die, ich sag mal, wirklich Sommersaison? Also weg jetzt vom Winter, vom Schnee? Genau, also das war jetzt so, weil wir ja wirklich einen traumhaften Schnee in den Bergen haben. Wenn ich mir jetzt so ein bewusstes Ziel setze, jetzt geht's los, dann bin ich wahrscheinlich noch 2 Monate mit Skiern unterwegs und im Schnee. Und dann fällt es umso schwerer, den Wechsel hinzubekommen. Und deswegen ist das jetzt eigentlich ein guter Auftakt. Jetzt geht's Lauftraining los, jetzt geht's Radfahren los, jetzt ist eigentlich Sommer. Was ist denn jetzt deine Empfehlung? Du machst das ja nun schon seit vielen Jahren, wirklich dieses sehr straffe Wechselspiel. Im Winter knallhart, Skitouren, Überschreitungen, auch lange, lange Sachen, Alpenüberquerungen. Und im Sommer sind ja oft Mountainbike-Abenteuer dabei.
Was ist dein Tipp jetzt sozusagen? Ja, ich sage halt immer so jahreszeitenmäßig, das, was vor der Haustür liegt, einfach genießen. Also das eben so dieser Andex-Trail, der ja direkt vor den Toren Münchens liegt. Keine zu lange Strecke, das kann man also mit einem, sagen wir, überschaubaren Trainingsaufwand angehen und ist dann eigentlich, glaube ich, eine gute Motivation für ein weiteres Training, für vielleicht größere Läufe, für einen Zugspitz-Ultra-Trail oder vielleicht sogar einen Transalpine-Run oder ein Mountainbike-Transalp. Die du alle in diesem Jahr absolvieren willst oder die fallen jetzt nur spontan ein? Die fallen mir jetzt schon spontan ein. Das ist das, was man so gern versucht, irgendwie umzusetzen oder wo ja viele davon träumen, mal so eine Alpenüberquerung mit dem Mountainbike zu machen. Dann ist das eigentlich gut, die Kombi laufen, Radl fahren, einfach so um die Jahreszeit jetzt einfach, man sagt so, jetzt ist Mitte April, jetzt geht es aber wirklich los, optimalerweise Anfang April das Training aufnehmen, eben auf dem Radl zu Fuß, dann sind die Temperaturen schon danach und dann ist man eigentlich gut präpariert für alles, was da im Sommer und Herbst kommt. Jetzt hast du uns ein Bike mitgebracht, ein E-Bike. Erstmal habe ich mich ein bisschen gewundert, dachte, hoppala, jetzt wird er alt, jetzt braucht er schon Unterstützung. Aber du setzt bewusst aufs E-Bike. Warum? Also ich setze natürlich in gewissen Phasen einfach aufs E-Bike, weil es einfach dort eine Möglichkeit ist, schneller, leichter zum Beispiel zum Klettern, zum Felsen zu kommen. Sonst mache ich gewisse Dinge, mache ich dann gar nicht, weil man denkt, ja, bevor ich jetzt mit dem normalen Mountainbike hochfahre, dann bin ich schon platt, bis es überhaupt ans Klettern geht, dann lasse ich es sein. Also es ist für mich tatsächlich so eine Hilfe für andere Sportarten oder Skitouren gehen. Wenn man jetzt so denkt, wenn du jetzt noch mal Skitouren gehen willst, dann musst du meistens ewig weit radeln, zu Fuß fahren mit einem schweren Rucksack. Und da ist ein E-Bike natürlich super. Und ganz nebenbei ist halt einfach eine schöne Abwechslung, wenn man vielleicht mal zu zweit, zu dritt unterwegs ist, weil auch wenn dann der zweite kein E-Bike hat, dann kann man ihn abschleppen. Dann fällt es dem auch leichter. Also kann man leichter gemeinsame Geschwindigkeit finden. Bist du wieder so technisch dann auch noch so versiert, dass du sagst, okay, ich kann genau unterscheiden, welches Bike ist momentan wie stark bei der E-Bike-Szene? Ja, weil dieses hier ist wohl ein momentan eines mit dem wohl stärksten Zugmotor. So, ja. So viel habe ich mir sagen lassen, ich bin so ein Ding noch nie gefahren. Also was da interessant ist an diesem TQ-Motor, das Kernstück ist eigentlich so ein patentiertes Getriebe. Das heißt, also, da wird sehr effiziente Energie umgesetzt. Das heißt, der Akku reicht länger und man kann mehr Kraft entwickeln. Und das interessiert mich deswegen, weil ich natürlich immer so einen Weg suche. Ich wohne am Schliersee draußen und wenn ich Termine in München habe, dann ist es ja mittlerweile mit dem Auto eine Katastrophe. Und ich versuche so eine Lösung dafür zu finden, also ich kann eigentlich diesen Arbeitsweg, knapp 70 Kilometer, in einer guten Zeit mit dem Radl machen. Mit einem normalen Radl musst du dich richtig anstrengen, dann bist du einfach trotzdem fast 2,5 Stunden unterwegs. Und da suche ich eigentlich noch so die perfekte Lösung und dazu brauchst du einen sehr effizienten Motor. Damit du da im Endeffekt schnell vorwärts kommst, die Batterielaufzeit entsprechend lang ist und da sind die jetzt schon sehr nah. Also da ist es schon der Lösung eben einen deutlichen Schritt näher wie viele andere Lösungen. Und das ist das, was ich suche. Also irgendwann sage, ich lasse das Auto stehen, ich fahre mit dem E-Bike nach München und nehme einen Termin wahr und schaffe das eben in einer ähnlichen Zeit wie mit dem Auto. Wenn du dich dann aufmachst, egal ob du zum Beispiel hier wie bei diesem Andex Trail, den hattest du fix im Kalender. Also dir war schon von vornherein klar, das ist für dich ein Vorbereitungsding. Ja, den habe genauso, wenn du dich dann so aufs Bike schwingst. Ist das jetzt wirklich getrennt von dieser Leistungssportgeschichte oder packst du es ganz gezielt noch an? Sagst du, ich will da immer noch eine gewisse, für dich gesehen, Höchstleistung vollbringen. Also da ist so ein Messgrad da. Ja, das ist immer so phasenweise. Ich nehme halt so ein, ich schaue halt, was gibt es in dem Termin im April rum, wo wird sich da was anbieten, was kann man da machen, dass man sagt, okay, wenn man so ein Ziel hat, dann sportelt man auch da drauf hin, dann tut man was. Wo man sonst halt eher sich mal zurücklegt, auf die Couch setzt, gemütliches Bierchen trinkt und nichts mehr sportelt. Das ist einfach das Ziel, dass ich sage, damit motiviere ich mich leichter. Ich versuche mal schon, wenn ich so Wettkämpfe mache, dann ist für mich der Erlebnischarakter sehr wichtig. Also dass ich sage, mir geht es da nicht darum, Bestzeit zu laufen, weil eins ist mir klar, gewinnen tue ich da nichts mehr. Also so viel trainiere ich dann auch nicht. In der nebenbei. Vielleicht schon, du warst ja zweiter. Super. Nein, also von daher geht es mir tatsächlich um den Erlebnischarakter, um so ein bisschen ein Treffen der Sportfamilie und einfach so Motivation für mich zu schöpfen. Also von daher suche ich mir auch Wettkämpfe, die ich vielleicht noch nie gemacht habe oder die mich im Endeffekt in neue Gegenden führen oder neue Grenzen für mich bedeuten. Quälende Frage zum Abschluss. Gab es danach die Einkehr oben im Kloster Andex? Eine kurze Einkehr, weil ich natürlich im Moment relativ stark im Stress bin und natürlich gleich wieder nach Hause gehetzt bin. Also dieses schöne, genussvolle, leichte Weizenbier habe ich mir natürlich gegeben, weil es einfach gerade bei so einer Hitze, wenn du dann eher so unterm Wettkampf was Süßes trinkst, so diese Sportgetränke, dann freust du dich richtig auf so ein herbes Bier. Gut, also gab es dann doch noch einen versöhnlichen Abschluss für dich beim Andex Trail. Schön, dass du da warst. Danke dir. Auch mal das Bike mitgebracht, um so ein bisschen an den technischen Details so kurz eine Einführung zu geben.
Für mich ist es absolutes Neuland, musst du mich vielleicht wirklich mal ranwagen. Ist es ein, was für jedes Alter, sagst du schon? Oder ist, das ist eigentlich für jedes Alter. Also es gibt halt verschiedenste Einsatzzwecke. Also derjenige, dem es halt mittlerweile, also für die älteren Menschen ist halt einfach die Möglichkeit, noch länger das Bergabenteuer zu erleben. Für den Jüngeren ist vielleicht eher ein Mittel, um schneller zu, oder besser oder einfacher zur Arbeit zu kommen und nicht unbedingt tropfnass geschwitzt zu sein und dann im Job zu sitzen oder wieder duschen zu müssen. Also ich glaube, da hat jeder ganz unterschiedliche Einsatzzwecke. Also ich glaube, dass die Reise noch lange nicht zu Ende ist. Also das ganze Thema E-Mobilität, vor allen Dingen im Radbereich, wenn man die ganzen Stauszenarien sieht. Ich meine, du kannst ja vom Umland nach München fast nicht mehr ohne Stau kommen. Und ich denke mal, also im Bereich von 20 bis 60 Kilometer könnte es tatsächlich das Fortbewegungsmittel schlechthin sein für den Alltag. Und da sehe ich eigentlich ein Riesenpotenzial für das E-Bike. Dann ruf nachher an, wenn du zu Hause am Schlesee angekommen bist mit dem E-Bike. Danke, dass du da warst. Gerne, hat mich gefreut. Danke.